So, Freunde, Shirin David vorbeischauen. Ihr habt's wieder geschafft, ihr seid auf unserem Kanal. Jetzt geht's hier weiter. Wir reagieren auf Shirin David. Schlechtes Vorbild. Das kann ich so teilweise leider unterschreiben. No front. Letzter Song von Shirin David hat uns beiden übel gut gefallen. Oh ja. Wir haben uns heute auch das Ding von Insta angehört, was sie hochgeladen hat. Den 20 Sekunden Songtrailer da. Nicht von dem Song, sondern von einem anderen, glaube ich. Hat uns auch, fanden wir beide krass. Also wie gesagt, die kann auf jeden Fall rappen, die hat was drauf. Und jetzt hier schlechtes Vorbild. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht, was das wird. Schaut gerne donnerstags 0 Uhr, wenn wir auf die neuen Songs reagieren, hier bei uns auf Twitch vorbei. Legit, wir freuen uns, haben noch nicht so viel Zuschauer. Und jetzt geht's rein. Bitches brauchen Rap. Was sind wir? Bitches. Richtig, sie brauchen Rap. Wichtig. Abfahrt. Mhm. Boah, doch. Ja. Geht direkt wieder in die richtige Richtung. Ja. Liebe Shirin, weiß nicht, ob du deine DMs liest, aber dachte, Instagram erreicht dich schneller als ein Brief. Ich bin 14, hör seit einem Jahr deine Musik und finde 90, 60, 111 ist dein bestes Lied. Okay, fängt schon mal geil an. Das habe ich in ihrer Insta-Story gesehen, das hat ihr wirklich ein Fan geschrieben, glaube ich. Okay, geil. Liebe Shirin, weiß nicht, ob du deine DMs liest, aber dachte, Instagram erreicht dich schneller als dein Brief. Ich bin 14, hör seit einem Jahr deine Musik und finde 90, 60, 11 ist dein bestes Lied. Aber, warte mal. Deutschrapper ist mir viel zu aggressiv. In dem Album höre ich, dass ich. Ja, Shirin macht ja auch aggressive Tracks. Also, das ist, ich weiß nicht, das hatte sie in ihrer Insta-Story. Das ist entweder wirklich was, was ihr ein Fan geschrieben hat, dann finde ich es richtig geil. Oh ja. Oder es ist halt sozusagen, das hat ihr einer, den sie kennt, geschickt und sie hat sozusagen. Könnte auch sein. Genutzt, ja. um so ein bisschen den Text zu leaken. Aber egal, wie es gemeint ist, das schreibt sie jetzt aus der Sicht von einer 14-jährigen Zuschauerin und das finde ich geil. Safe. Also es gefällt mir wirklich bis jetzt richtig gut. Beat geht auch geil ab. 90, 60, 111 ist dein bestes Lied. Deutscher Rap ist mir meist viel zu aggressiv. Neben deinem Album höre ich nur das der Black Eyed Peas. Lieb bei meiner Mutter, seit mein Vater uns verließ. Deswegen weiß ich, was du meinst, wenn du fragst, ob ich mit dir flieg. Sieh du eher. Also ich glaube irgendwie, dass das kein Fan geschrieben hat. Doch, kann schon sein. Ich weiß nicht. Weiß ja nicht. Kennst du von Shirin Flieg mit mir? Gehört, ja. Da rappt sie ja auch, glaube ich. Ich bin mir bei allem immer nicht zu 100% sicher, dass sie irgendwie Streit mit ihrem Vater hat und der dann ihren Kontakt mit ihm abgebrochen hat oder so. Also Fliegst du mit, fand ich richtig krass, den Song. Und jetzt schreibt hier sozusagen die Zuschauerin. Und ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, flieg mit, weil sie ja auch, ihr Vater hat sie auch verlassen. Ja. Doch, das finde ich bis jetzt richtig nice, Alter. Ich safe richtig. Auch, aber ich zweifle daran, dass es wirklich ein Fan geschrieben hat. Weiß nicht, Digga. Ich glaube nicht, ja, egal. Bis jetzt geiles Storytelling. Wir schauen mal, was jetzt kommt. Das ist viel Kritik, für das du sie nicht verdienst. Welcher Mann wird kritisiert für große Arsch in enger Jeans? Mein Onkel sagt, die Haare blond färben wäre nicht okay. Doch gleichzeitig trägt er ein Toupet. Das geht jetzt wieder in die Richtung Sexismusdebatte. An sich muss ich sagen, alles, was sie hier rappt, stimmt. Also ich muss sagen, ob ein Mann für seinen großen Arsch kritisiert wird, habe ich jetzt halt so noch nicht wirklich vorgefunden. Aber ich kenne auch keinen Mann, der übel den großen Arsch hat. Also ja, ich auch nicht. Kann ich wenig zu sagen. Aber dass ihr Onkel sagt, sie soll sich nicht die Haare blond färben, was ich an so, sich sowieso komisch finde, weil wieso sollte sie sich nicht die Haare blond färben, ist doch ihre Sache. Safe. Aber dann auch noch ein Toupet trägt, also da hat sie schon recht, das ist wirklich fragwürdig, da kann ich ihr zustimmen. Sie haben mich überhört, bekamen nie ein Wort mit, sagten mir, benimm dich und halte dich an die Vorschrift. Plötzlich tut jeder so, als ob er um mich besorgt ist und alles dank dir. Mein schlechtes Vorbild, die haben mich überhört, bekamen nie ein Wort mit, sagten mir, benimm dich und halte dich an die Vorschrift. Plötzlich tut jeder so, als ob er um mich besorgt ist und alles dank dir. Mein schlechtes Vorbild. Also, das ist geil. Ich auch. Ich glaube, das ist an ihren Vater gerichtet. Oder safe. Vielleicht auch an den Onkel, aber ich denke eher an den Vater. Ja, das Ding ist auch, sie sagt ja so durch die Blume zu sagen, dass so die Hater oder halt einfach die, die sie kritisiert haben, ihnen mal Kraft gegeben haben, einfach durchzustarten, ihr Ding zu machen. Das genau, genau. Ja. Also, auf jeden Fall sehr Real Talk-lastig. Gefällt mir soweit. Ich muss sagen, vom Text her finde ich es richtig geil, aber musikalisch geht es mir noch nicht so ab, wie ich Shirin kenne. So ein bisschen immer das Gleiche. Gleiche Tonart. Ja, genau. Keine Veränderung, keinen Flowwechsel wirklich. Aber ey, vom Text her geile Message, geiles Ding bis jetzt. Safe. Meine Mutter versteht kein Englisch. Was sind Bad Bitches? Sag ihr sowas, Inexistenz, sie selbstbestimmt ist mein Sport. Okay, das ist gerade das aus dem Instagram-Trailer, was wir schon gehört haben. Ja.
Und das fanden wir richtig sick. Ja. Also das geht so ab, Alter, auf dem Beat. Jeder, mein Sportlehrer, sagt, deine Texte wären sexistisch. Doch beim Handstand meinen Arsch berühren, findet er echt witzig. Die tun alle, als hättest du mich in meinem Herz vergiftet. Doch sind selbst der Grund, warum ich so genervt am Mittagstisch sitze. Leb in der Kleinstadt, jeden Tag Monotonie. Die Jungs in der Klasse machen Witze voll Homophobie. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie Ho genannt wird und das ganze Sexismus-Thema, das trifft sie. Ja. Also da hat sie scheinbar viel durchgemacht, weil das geht ihr scheinbar richtig, wie kann man sagen, auf den Sack. Aber wie schon gesagt, den Text finde ich geil, das mit dem Sportlehrer und rundes Ding bis jetzt. Ja. Kein Wunder, dass ich in meinem jungen Alter zu dir aufschaue. Denn was ich sonst lerne, ist nur das Verhalten einer Hausfrau. Hoffe, diese Nachricht geht nicht in dein Postfach unter. Dann schreibst du mir zurück, würde mein allergrößter Wunsch war. Geil. Krass. Also man merkt auf jeden Fall, dass Shirin viel Krise in ihrer Familie hat. Oh ja. Dass ihr scheinbar beigebracht wurde, dass sie Hausfrau wird und so weiter. Das ist schon hart eigentlich. Ja. Ne? Also krass. Tiefe Einblicke, die wir hier bekommen. Oh ja, sehr persönlich. Jetzt nochmal die Hook. Aber ich kann jetzt schon sagen, vielleicht gibt es ja auch ein paar Mädels da draußen von euch oder auch Jungs, die sich damit identifizieren können. Also für die muss das ein geiler Song sein, glaube ich. Safe, ja. Gibt Kraft wahrscheinlich auch. Bad Bitches. Mich überhört, bekamen nie ein Wort mit. Sagten mir, benimm dich und halte dich an die Vorschrift. Plötzlich tut jeder so, als ob er um mich besorgt ist. Und alles dank dir. Mein schlechtes Vorbild. Ja, krankes Ding. Shirin David auch mal wieder mit Message zu hören, ist nice. Ja, Mann. Hört euch das Ding an, wenn es euch gefallen hat. Da kommt jetzt nächste Woche das Album raus, soweit ich weiß. Bitches brauchen Rap. Wenn ihr Bitches seid und Rap braucht, dann hört es euch an. Lasst ihr Support da. Und wenn euch die Reaction gefallen hat, dann lasst doch gerne Support bei uns da. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, über jeden Like. Wir kriegen alles mit. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr den Song fandet oder was ihr damit verbindet mit dem Thema. Und wir sehen uns, Freunde. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Haut da rein. Und ciao.